Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Stromberg, der Film. Und wieder einmal bin ich nicht alleine, sondern habe Uli bei mir. Lieben Gruß an Michael K., der sich, glaube ich, darüber besonders freut. Stromberg, der Film, ist die Kinofortsetzung der Fernsehserie. Wobei, da kann ich jetzt gleich wieder in meiner üblichen schimpfenden Art was sagen. Wobei, heute werde ich nicht so viel zu meckern haben. Stromberg ist ja so eine Sache, es gab 5 Staffeln und im Grunde war jede Staffel mehr oder weniger abgeschlossen. Es gab immer Aspekte, wo man noch was weitererzählen konnte, wo man noch mal was aufgreifen musste, aber eigentlich gab es niemals etwas, wo man gesagt hat, das muss unbedingt weitergehen. Und wenn man mal die DVDs mit Audiokommentar hört, merkt man auch ein paar Mal Christoph Maria Herbst, der, glaube ich, so bei der 3. Staffel dann schon so Sprüche macht wie, ja, ich glaube, die Welt des Stromberg ist so langsam zu Ende erzählt. Naja, man hat ja dann doch immer noch wie neue Varianten gefunden, wie eben zum Beispiel ihn in der Außenstelle zu stecken oder in die höheren Chefebenen. Und jetzt hat man halt die gesamte Thematik so, als würde man einen Topf aus Kratzen nochmal zusammengesetzt und einen Kinofilm gemacht, der, und das betonen sie immer wieder, definitiv der Abschluss der Serie darstellen soll. Jetzt kann man über den Film an sich sagen, was man will, weil Stromberg-Fans werden ihn auf jeden Fall gucken und jemand, der Stromberg nicht mag, wird jetzt auch nicht anfangen, das hier zu schauen. Deswegen, wie auch immer ich es jetzt beurteile, es spielt keine Rolle. Aber, und das ist das Positive, was ich von meiner Seite verkünden kann, der Film ist klasse und das, was man hofft, in einem Stromberg-Film im Kino zu finden, findet man auch. Also ich war restlos begeistert und die Stehlampe neben auch ein paar Worte sagen, bevor ich weiter texte. Ja, ich kam mir vor wie in einem Kino mit Hardcore-Fans. Weil ich habe an Stellen gelacht, an denen sonst niemand gelacht hat, weil ich bin jemand, ich habe ab und zu mal eine Folge gesehen von Stromberg und ansonsten das nicht systematisch verfolgt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man auch sehr lobend erwähnen kann, da haben die auch bewusst drauf geachtet, aber es ist wirklich so, dass man den Film sowohl als Serienfortsetzung gucken kann, wie auch wohl als Neueinsteiger. Es gibt dann so zum Beispiel Figuren, die auftauchen. Wenn man sie aus der Serie kennt, nett, sie wiederzusehen, weil das ist zum Beispiel auch ein riesen Pluspunkt aus der 1. Staffel. Tuberkel und Turculu, die Rivalen von dort, die in den späteren Staffeln nicht mehr vorgekommen sind, sind hier wieder da. Wenn man sie nicht kennt, weiß man einfach, das sind irgendwelche Vorstandsmenschen, die Stromberg nicht leiden kann, aber so wird halt ein Schuh draus, passt schon. Nee, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es gibt vielleicht... Wir haben jetzt irgendwie noch überhaupt nichts über den Inhalt gesagt, ist auch nicht so wild. Im Wesentlichen verlagert sich die Handlung mal aus dem Büro raus. Die Kapitol hat 50-jähriges Bestehen und die Mannschaft fährt zu einem großen feierlichen Event in ein Waldhotel, irgendwo in der im tiefsten Sauerland, glaube ich, soll das sein. Problem ist, Stromberg weiß, dass da bald Köpfe rollen werden, Abteilungen dicht gemacht werden und darum ist das Ganze unterschwellig eher angespannt. Ja, und vor diesem Rahmen, die Belegschaft der Kapitol ist in einem Hotel, läuft dann eine ziemliche, laufen dann so diverse Handlungsstränge ab. Es geht dann darum, dass Stromberg sich versucht, bei den oberen Ebenen einzuschleimen. Er liefert sich mit Ernie einen üblichen Konkurrenzkampf. Er versucht, seine immer noch angebetete Jennifer irgendwie anzubaggern. Ulf und Tanja sind dabei, die ihr Adoptivkind dabei haben, das sich überall malerisch betätigt. Also da laufen dann so eine Handvoll Handlungsstränge rum. Man kann jetzt über den einen oder anderen ein bisschen kritisieren, weil ich finde zum Beispiel den Handlungsstrang von Ulf und Tanja und den Gag, dass ihr Adoptivsohn eigentlich nichts anderes macht, als überall kleine Penisse hinzumalen, überschaubar, aber jetzt nicht zwingendermaßen schlecht, denn der Film hat eine absolute Geheimwaffe und das sind die klassischen oder typischen bekannten Stromberg-Sprüche. Selbst wenn es mal irgendwie in einer Szene ein bisschen lahm wird oder wenn es mal irgendwie etwas gebremst ist, es kann jeden Moment wieder irgendein unglaubliches Ding von Stromberg dazwischen geworfen werden und dann liegt man wieder vor Lachen am Boden. Deswegen, also ich merke schon, ich habe mich hier wie in meiner üblichen Weise verzettelt, aber ich habe mir heute gesagt, ich nehme mir die Zeit und nee, was ich meine ist, es gibt jetzt das bestimmt das eine oder andere, was man vielleicht ein bisschen bemängeln kann. Zum Beispiel, die fahren am Anfang mit dem Bus los. Einer der Angestellten ist mal eben pinkeln gegangen, kommt wieder und sieht dann noch den fahrenden Bus hinterher. Wieso halten die nicht an und nehmen den noch mit? Ne? Also über solche Sachen kann man sich jetzt aufregen, braucht man aber nicht. Und ich finde auch ehrlich gesagt den Schluss nicht ganz plausibel, wenn man die Figur Stromberg an sich nimmt. Das will ich jetzt aber auch nicht so ausführen, weil den Schluss gab es in den einzelnen Zeitungen schon mal zu lesen. Von mir wird man ihn jetzt nicht hören. Ich sage so, dass ich den Film wirklich ein absolutes Stromberg-Konzentrat, als ein Stromberg-Konzentrat empfand, das wirklich alles, was die Serie ausgemacht hat, nochmal optimal zusammenführt.
alle bewährten Figuren, eben eine Menge Wiedersehen, vor allem im Abspann auch, kommen nochmal viele Figuren, die aus den alten Staffeln bekannt sind, vor. Und deswegen bin ich mal so euphorisch, dass ich dem Film satte 5 von 5 Punkte gebe. Wirklich das Bestmöglichste, was man aus dieser Stromberg-Thematik rausholen konnte. Also absolute Empfehlung von mir. Was gibt's von dir noch? Über die Punktezahl habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber ich tendiere mal so zu 4 Punkten. Und vielleicht noch eine Frage an dich. Du arbeitest ja im Büro. Ist das realistisch, was dort gezeigt wurde? Diese Zerwürfnisse und so weiter? Das ist jetzt so ein generelles Thema. Das klingt jetzt wie abgesprochen. Sie hat gesagt, sie will mich was fragen, aber nicht was. Sie würde ja auf ihre Notizzettel gucken, aber sie hat ja gerade eben den Tisch unter Tee gesetzt. Von Nervosität. Wovor? Nee, also zu der Frage, ich sag mal so, ich arbeite selber in einem Büro, das ist richtig. Und ich war auch mal bei einer Versicherung, allerdings nur 3 Monate. Ich sage mal so, Stromberg an sich ist für mich nicht das wahre Leben, wenn ich jetzt die Personen nehme. Ich habe in meinem Leben auch Chefs erlebt, die mal den einen oder anderen Schritt oder Akt begangen haben, der nicht unbedingt nachvollziehbar war. Also was ich sehr realistisch finde, ist zum Beispiel, das war in der 3. Staffel eine Stelle, wo Stromberg irgend so eine Verwaltungstätigkeit auf seine Abteilung übernimmt, einfach nur um beim Vorstand toll dazustehen, und die Angestellten haben dann da einen Mehraufwand an der Backe, den sie einfach nicht bewältigen können, und sitzen dann da im Dreck. Und eine solche Situation oder Vergleichbares habe ich erlebt. Ansonsten finde ich halt die Ausstattung bei Stromberg, so dieses Büro mit den Leuten und so weiter, jetzt nicht so, wie man das in einem manch anderen Film sehen würde, irgendwie so edel übersteigert. Ich finde also, dass Setting und die Darstellung sehr realistisch, wohl aber bei den Figuren und auch bei den Abläufen, wie jetzt hier zum Beispiel jetzt im Film, vergnügen sich die Vorstandsvorsitzenden da bei einer ganz speziellen Party. Das sind, glaube ich, sagen wir mal, Sachen, die sind etwas überspitzt, aber nicht unbedingt 1:1 das wahre Leben abgebildet. Und ich glaube auch der Schluss, die letzte 5 Stunden, die ich jetzt hier nicht verraten muss, ist wohl auch eher im Bereich Satire anzusiedeln, aber warum nicht? Gut. Von dir noch ein Satz? Super Unterhaltung, Empfehlung von mir. Und wer würde da widersprechen? Alles klar, bis zum nächsten Mal und dann. Bis dann, ciao. So, alles klar. Oh nein. Oh. Sorry. Muss ich direkt wegwischen. Wir wollten diese Aufnahme jetzt machen und hier hat einer den Tee verschüttet. Vor Nervosität. Ich bin ja erst Anfang-YouTuberin, Anfängerin. So. Okay.